Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um diese 1050 und ob das wirklich eine ist, das klären wir nach dem Intro. Viel Spaß. So, ja, heute geht es wieder um eine China-Grafikkarte. Ich habe die wieder bei Wish bestellt. Tatsächlich sind zwei Stück nicht angekommen. Die sind irgendwie auf dem Versandweg verschütt gegangen. Man weiß es nicht. Eine von drei ist angekommen und das hier ist eine GTX 1050 oder möchte eine GTX 1050 sein. Ja, schon wie beim letzten Mal wollen wir mal gucken, ob diese Grafikkarte tatsächlich das verspricht, was sie hält. Ich wünsche euch viel Spaß. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt mal los. Die Verpackung ähnelt sehr der letzten Karte und zwar, um nicht zu sagen, exakt der vom letzten Mal. Ob das Innere auch genau das gleiche ist, das werden wir dann gleich zusammen sehen. Die von euch, die GTX 960 noch nicht gesehen haben, die können sich natürlich das Video auch noch anschauen. Es ist in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt machen wir hier aber erstmal weiter. Man braucht ja eigentlich nicht so weiter drauf einzugehen. Die Verpackung sieht jedes Mal irgendwie gleich aus. Mit dem Unterschied, dass jetzt hier eben ein anderer Klebezettel drauf ist, nämlich mit der GTX 1050 mit 2 GB. Ansonsten ähnelt die exakt der vom letzten Mal und ich würde sagen, dementsprechend machen wir auch einfach mal auf. Da haben wir jetzt einmal hier die Grafikkarte, dann irgendwie Verpackungsmaterial, dann eine Treiber DVD, die ich auch dieses Mal wieder nicht benutzen werde und tatsächlich auch nochmal wieder solch ein wunderbarer Adapter von 4-Pin Molex auf den 6-Pin Stromanschluss ATX für die Grafikkarte. So, kommen wir zur Grafikkarte selber. Die hat dieses Mal tatsächlich ein etwas anderes Design und ich hole gerade noch eine andere her, um ein bisschen zu vergleichen. Das hier war ja die in Anführungszeichen 69 und ja, also der Kühlkörper ist erstmal ein anderer, das waren noch zwei, das hier ist einer. Dann haben wir hier tatsächlich auch irgendwie ein schwarzes Board, das ist eigentlich auch schon mal ein ganz gutes Zeichen, weil die neueren Boards von Nvidia sind alle eigentlich schwarz. Die Anschlüsse sind mal wieder exakt die gleichen. Wenn man die beiden Boards von hinten mal vergleicht, dann sieht man, dass es schon sich irgendwie um eine andere Karte handelt. Was da aber genau drin ist, das werden wir dann noch sehen. Und ja, so viel mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Es gibt im Übrigen hier kein SLI, interessanterweise. Ansonsten ähneln die sich sonst im Groben schon relativ, aber boah, ist ja auch eine Grafikkarte. Ich würde sagen, ich baue die mal ein und wir gucken mal, was das Ding so kann. Und ob diese 1050 vielleicht wirklich eine 1050 ist. Das alles seht ihr jetzt. So, gesagt, getan und ich habe sie einfach mal eingebaut. Natürlich wird wieder im gesamten System angezeigt, dass es sich um eine GTX 1050 handelt. Hier habe ich einfach mal einen Web-GPU-Test gestartet, um einfach mal zu gucken, kann das Ding überhaupt irgendwas? Und wir sehen, rein von der GPU-Leistung her wird das zumindest relativ rund berechnet. Bei Spielen sieht das Ganze aber leider ganz anders aus. Ich habe jetzt hier einfach mit dem Handy mal abgefilmt, weil bei Watch Dogs 1 ist die Aufnahme leider auch abgestürzt, aufgrund von Grafikfehlern. Wir sehen hier den Memo-Used-Status und dieser erreicht knapp die 1 GB-Grenze und dann ist das Spiel auch abgestürzt. Das heißt, wir sehen hier deutlich, ab einem Gigabyte Speichernutzung, Videospeichernutzung stürzt das Spiel direkt ab. Kurz darauf habe ich auch einen Bluescreen bekommen und der war zumindest zurückzuführen auf allgemeine Grafikfehler. Leider sind fast alle neueren Spiele abgestürzt. Das hier zu sehende Assassin's Creed 3 aus dem Jahr 2012 lief zumindest. Ihr seht hier eigentlich auch relativ gut. Ich habe die Grafik jetzt hier auf Minimum eingestellt, aber dadurch haben wir definitiv ein relativ rundes Spielerlebnis. Leider auch nur auf den ersten Blick. Zwischendurch kommen gleich die Glitches rein und insbesondere, wenn man sich dem Wasser nähert, merkt man, dass da vielleicht doch irgendwas nicht so ganz stimmt. Dieser Fehler tritt auch dauerhaft auf und nicht nur zwischendurch. Interessanterweise sind ansonsten Video-Glitches nur in manchen Fällen vorhanden.
So waren einzelne Missionen, wie die hier zu sehende Mission, die Einführung ins Assassin's Creed-Leben oder ins Assassinen-Leben darstellt, faktisch gar nicht richtig spielbar. Andauernd glitscht das Bild hin und her und das bleibt in der Mission auch dauerhaft so. Andere Szenen sind komplett störungsfrei. Mein Schüler, wir werden bald wissen, ob dir diese Kleider passen. Hab Danke. Ich bin Achilles. Sobald die Luft rein ist. Bei Assassin's Creed Revelations läuft genauso wie bei Assassin's Creed 2 und Brotherhood das Spiel insgesamt sehr flüssig. Ich habe jetzt hier einfach wieder minimale Grafikeinstellungen erreicht. Dadurch wird die Grafikkarte im Grafikspeicher nicht über 1 GB überlastet und das hat zur Folge, dass zumindest seitens Grafikspeicher keine Fehler auftreten. Trotzdem kommen auch hier immer mal wieder kleinere Glitches, wie jetzt hier an den Klamotten und Armen zu sehen ist, vor. Du kriechst zurück in die gespeicherten Daten, suchst unvollendete Erinnerungen und dann knackst du sie auf. Beende, was du angefangen hast, bis dein Vorfahr dir nichts mehr zu zeigen hat. Das ist ein Synknoten. Wenn du ihn findest... Im tatsächlichen Spiel treten diese Fehler allerdings eher selten auf und so ist dieses Spiel und damit natürlich auch verbunden alle anderen, die zu dieser Engine-Reihe gehören, zumindest sehr gut spielbar auf dieser Grafikkarte. GTA 4 läuft erstaunlicherweise auch völlig störungsfrei, allerdings auch hier nur auf minimalen Grafikeinstellungen und das hat zur Folge, dass das Spiel insgesamt eher nach einem billigen und etwas älteren Handyspiel aussieht, als wirklich nach GTA 4. Trotz alledem ist ja auch das wirklich spielbar, man muss es eben wollen, wenn man wirklich solch eine Grafikkarte nutzen möchte. Andere Spiele, die keine 3D-Engine haben, sind natürlich grundsätzlich kein Problem. Trotz alledem ist diese Grafikkarte natürlich keine GTX 1050. Kein einziger Benchmark-Test ist erfolgreich durchgelaufen und auch sonst hat eigentlich nichts wirklich funktioniert. Bei neueren Spielen und Spielen mit höherer Anforderung kam es trotzdem andauernd zu Abstürzen, beziehungsweise einfach dazu, dass das Spiel gar nicht erst gestartet ist. Recherchen meinerseits haben ergeben, dass es sich bei dieser Grafikkarte nicht um eine 1050 handelt, wen wundert es, sondern es handelt sich wohl eher um eine GTX 650, die halt umgebaut wurde. Das heißt, eine Grafikkarte, die erstens schon einige Jahre auf dem Buckel hat, zweitens damals auch nicht wirklich gut war oder zumindest das absolute Einstiegsniveau hatte. Und heute mit diesem tollen BIOS der Chinesen drauf auch absolut nicht mehr nutzbar ist. Ich habe versucht, das BIOS umzuflashen, was leider überhaupt nicht gelang. Ich habe das mit mehreren Tools versucht und keins davon hat Erfolg gebracht. Ich habe daraufhin erfahren, also es scheint bei diesem Modell durchaus so zu sein, dass ein hardware-seitiges Flashen zwar möglich wäre. Soweit wollte ich aber ehrlich gesagt jetzt nicht gehen. In dem Zustand, wie sich die Grafikkarte präsentiert und wie sie geliefert wird, ist sie jedenfalls nur unter extremen Einbußen aller möglichen Funktionen und mit dem Hinnehmen dessen nutzbar, dass sie eben häufiger mal Systemfehler verursacht. Es ist insgesamt schade, wenn man sie flashen könnte, relativ einfach, hätte man hier zumindest eine brauchbare Grafikkarte. So hingegen, ja, ist es wieder einmal leider völlig für den Arsch. So, und das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und wenn ihr noch nicht genug habt von komischen China-Grafikkarten, die man im Grunde genommen nur in die Tonne kloppen kann, dann könnt ihr euch hier noch das Video ansehen, das jetzt inzwischen auch schon ein Jahr alt ist, zur GTX 960. Viel Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!